Wow, na lecker. Ich hoffe, ich gehe richtig, nicht, dass ich jetzt wieder zurückgehe. Delivery Exit, okay. Ich glaube, der Einzige, der jetzt noch Schwierigkeiten machen kann, ist der dicke Nachbar. Oder Specki, wie ich ihn nenne. Ich bin selber ein Specki, aber hier wäre der Ausgang. Aber ich glaube nicht, dass... Gehe ich jetzt hier lang oder gehe ich hier lang? Ich gehe mal hier lang. Morpho Energy. Jetzt hat er schon wieder was notiert. Das ist ein morphogenetischer Antrieb. Einige mathematische Zahlen, ein Algorithmus ist programmiert uns neu verwandelt uns was programmiert uns neu verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge um ein paar ungestellte Stunden mit der Leiche von Dr. Wenig. Ich bin ihm noch etwas schuldig. Was? Der will den toten Doktor zitieren oder habe ich das jetzt missverstanden? Also das sind wieder so Rainer-Einlagen. Ich schätze mal, dass der dicke Nachbar gleich kommt. Okay, ich glaube, hier kommt... Komm hier nicht mehr weit. Ich schaue bloß, ob ich hier irgendwas finde. Oh. Ich glaube, jetzt müssen wir rennen. Ich glaube, hinter uns ist jetzt der Wallrider her. Wow, hi Dicky Mo! Au, 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 au. Ja, zeig's den Dicken. Ja, zeig es den Dicken. Jawohl, Wallrider, go, go, go. Wow! So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht einen anderen gefunden hast. Okay. Hier war auch noch was, die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen, wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und jetzt habe ich die Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay, mir wurde auch ein ganz kleiner Tipp gegeben. Ich gehe aber jetzt trotzdem jetzt nochmal da zurück, wo ich weggerannt bin. Also der Alarm ist immer noch angesetzt. Ich schätze mal, dass der liebe Warrider trotzdem hier noch irgendwo rumgeistert. Okay, hier bringt es nichts, hier rumzurennen. So. Ich glaube, es bringt auch hier nichts, jetzt hier da reinzugehen nochmal. Nö. Schauen wir einfach mal weiter.
Neues Ziel, findest Billy im Hauptlabor, okay. Hier ist keine Akte. Okay, das war Dr. Wenig. Ja, der labert jetzt die ganze Zeit hier wild um sich rum. Aber ich schätze mal, er hat jetzt den Alarm ausgeschalten. Nee, hat er nicht. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich glaube nicht, dass er das jetzt ausgeschalten hat oder so. Nö, da brauche ich doch gar nicht hinterrennen. So, dann schauen wir mal weiter, ob wir jetzt irgendwo da lang können. Das ist jetzt die einzige Bedrohung, die wir jetzt, glaube ich, noch haben, ist der Wallrider, also Billy. Also da ist es jetzt wieder zugegangen. Ich schaue mal, ob ich jetzt da anders entlang kann. Ja, hier ist ein neuer Bereich aufgegangen. Wir sind jetzt im Block B. Ja, hier sind wieder nur Gedärme. Das sieht aus wie Duschen oder sowas. Schauen wir uns mal hier um. Hier ist eine Cafeteria oder wie man das nennt. Aber immer noch keine Batterien oder sowas. Heute gibt es Darm, Menschendarm zum Essen. Ich bin ja froh, dass der Chris Walker, genau, jetzt habe ich den seinen Namen. Der Dicke, wo uns da immer verfolgt hat, der heißt ja Chris Walker. Das ist ein verrückt gewordener Soldat, Navy-Soldat. Und der ist jetzt quasi durch den Fleischwolf gedreht worden, durch den Lüftungsschacht. Schon interessant, ich finde es jetzt auch mal nicht so, ich finde es eigentlich auch mal richtig angenehm, dass es hier wenigstens paar Passagen gibt, wo es nicht so dunkel ist. Ich glaube, jetzt kommt der. Oh oh. Hallo Billy. Ja toll, wie soll ich denn da durchkommen? Billy, böser Billy. Au, 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 au. Billy, lass uns durch. Ja toll. Da hat uns der Billy zum Platzen gebracht. Aber Freunde, ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein ordentliches Feedback da. Wenn ihr keins meiner Formate mehr verpassen wollt, lasst mir natürlich ein Abo da. Ist natürlich kostenlos und ist auch freiwillig. Das war's von euren Holy Diver. Cheerio!